Yo ho ho, hallo und so, willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Und falls ihr es gemerkt habt, ja, das sei ein gut Deutsch und so. Falls ihr es gemerkt habt, diese Begrüßung habe ich auch in der letzten Folge verwendet. Ja, das soll jetzt meine neue offizielle Begrüßung werden. Hallo und so, klingt doch auch ganz nett. Nett, ne? Lauter Wurzeln. Jaspei Trauben? Da müssen wir doch welche finden für jemanden. Für wen war das noch gleich? Ich muss nochmal nachschauen. Weiß gar nicht. Beziehungsweise, es ist nicht explizit beschrieben, für wen. Ja, es beginnt. Euer Ende beginnt. Ihr werdet nämlich alle sterben. Alle! Uff. Doch. Au, 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 au. Jetzt wird es ein bisschen kritisch. Puh. Zum Glück haben wir unsere Helfer. Hui. Ach, das ist sein Feuer, Atronak. Okay. Er ist ein Hochelf. Sehe ich gerade. So, ein bisschen für ihn. Und ein bisschen für dich, Lydia. Das hast du mich schon mindestens 5-mal gefragt, Lydia. Und immer wieder sage ich dir, nein, ich bin ein Hobby, Zauberkundiger und auch mal ein bisschen Priester. Leute, Vampire sind hier. Hm. Was braucht ihr, Augenweide? Oh, ich bin eine Augenweide. Die Legende des Roten Adlers. Ja, seht ihr? Er ist wirklich eine Augenweide, ne? Ein Frauenschwarm sondergleichen, finde ich. Ja, ja. Okay, hier sind sogar ein paar Bücher, die ich noch gar nicht habe. Cool. Ich habe auch ein bisschen im Offplay nochmal ein bisschen mein Inventar geleert. Zu Hause. Nämlich habe ich ich habe meine Zutaten zu Hause eingelagert. Alchemie werde ich nur noch im Offplay oder eben dann betreiben, wenn wir gerade in Briesenheim, also mein Haus in ich vergesse immer wieder den Namen dieser schönen Stadt. Es ist doch echt ein Verbrechen. In Weißlauf. So. Ja, wenn wir in meinem Haus im Weißlauf sind. Ein Hahn. So, so. Na, nur bis. Ich werfe mal erstmal die beschädigten Bücher raus. Raus, ne, vor allem. Raus. So, alle weg. So, dann. So. Richtig so? Ja, richtig so. Okay. Wunderbar. Weiter geht's. Hier ist Balsam wir nochmal. Denn ihr seht, die Kämpfe könnten jetzt ein bisschen heftiger werden. Die Krypta liegt vor uns. Oh, Totenbeschwörer. Seid vorsichtig. Okay, ich bin aber keiner. Na. Ja. Das war schon alles. Oh. Hier drüben. Wieder Bisse. Scheiße. Na, ja, nur Skelette. Ja, nichts ernst zu nehmen, das. So, du kannst deinen Zauber nicht ewig aufrechterhalten. Haha. War's das? Ja, das war's wohl. Hat ein Zauberbuch Zombie erwecken. Aha. Hab ich noch gar nicht. Todesglockenblume. Okay. Was hatte der noch? Kerzenstein. Kann ich ja verkaufen. So, ist das eines. Nein, das ist nur eine Stein.
Platte. Okay. In den Gräbern irgendwas drin gewesen? Nein. Wie gesagt, wenn euch, wie schon in der letzten Folge gesagt, hab ich ja in dieser Folge noch ganz angesprochen, wie in der letzten Folge erwähnt, wenn euch, mein Kampfstil mit, mit dem Magier nicht gefällt, ich kann einen neuen, Charakter spielen oder wie gesagt eben einfach abbrechen oder ja, oder so weitermachen, wenn ihr kein Problem habt mit damit. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. So, obwohl das eigentlich sinnlos ist, weil sobald die letzte Folge hochgeladen ist, zusammen mit dieser, werdet ihr wahrscheinlich auf die letzte Folge schon antworten. Ja? Logisch. So. Ich muss auch unbedingt mal ein paar Speicherstände wieder loswerden. Hier und bei Dragon Age 2. Und trink mal was. Gluck. So, bin schon Stufe 21. Ganz lustig. Bei Dragon Age 2 bin ich genau auf derselben Stufe. Geldbeutel. Die Stadt auf Stein. Ein Söldner, Leitfaden zu Markat. Wie viele Seiten hat das Buch? Genug. So. Lese ich irgendwann später mal. Fakt ist, dieses Buch habe ich noch nicht. Zack. Einfach meine Zauber-Spam. Doch, ich hab schon mehr drauf. So. Ich denke, es wird Zeit, meinen Eissturm doppelt zu wirken. Und dafür hab ich nicht genug Mana. Bevor hier irgendwas passiert, nehme ich die Seelensteine. Ja! Ja! Genau die Zutat! Warum ich mich so freue, kann ich euch vielleicht sogar gleich zeigen. Wow, ich habe schon wieder eine halbe Bibliothek mit mir, schleppt mit mir rum. Nämlich, brauche ich das, was ich gefunden habe, für hier. Nein, nicht das. Sondern für das. Krankheitsheilungstrank. Und die kann man ja immer gebrauchen, wie wir wissen. So. Skeverfell habe ich, glaube ich, noch genug zu Hause. Und mein Headset-Kabel hat sich ein bisschen verfangen. Oh, Beschwörung auf 61. Sehr gut. Ne, es wird wieder Zeit, dass ich eine Fackel mit mir rumschleppe. Und wir gehen durch die nächste Tür. Was war das? Totenbeschwörer-Lehrling. Hehe. Was ist denn? So. Das war das. Weißkappe. Und weitere Zutaten. Warum bin ich bloß hierher gekommen? Keine Ahnung. Musst du dich schon selbst fragen. Ich kann dir das nicht beantworten. Oh. Naja. Nennt man das ein Blattlos? Nee, oder? War auf jeden Fall ein ganz guter Schuss, Lydia. Ich gebe euch Deckung. Ja, ja. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Das ist natürlich gut, weil das musst du ja. Ich gebe dir deine ganzen Pfeile zurück, die du schon verschossen hast. So. Wie viel hat sie eigentlich noch? Aha, aha. Okay. Irgendwann muss man ein paar neue Pfeile für sie kaufen. Weizen. Kann man auch als Zutat verwenden. Ja, den Korb brauche ich aber nicht, ne? So. Freut euch auf jeden Fall schon mal drauf, dass in nächster Zeit sehr viel Skyrim kommen wird, weil wir haben hier noch einiges vor uns, ne? Ich habe beschlossen,
dass wir auf jeden Fall jetzt noch die Quests der Akademie fertig noch machen und dann direkt zielstrebig die Hauptquests angehen und auch beenden. Warum? Ganz einfach, weil wir müssen mal langsam wirklich vorankommen. Wir können ja nicht ewig hier sein. Hier bleiben. So. Feueratronach, der erstmal erlegt wird. Okay. Neue. Wow. Neuer Gegner. So. Die aber teils kein Problem. Überhaupt kein Problem stellen. Sehr schön, Lydia. Hast du gut gemacht. Und hier hinten ist irgendwo noch einer. Verstehe, die Tür wird von einer anderen Seite verriegelt. Oh, ungewöhnlicher Stein. Lavendel, Drachenbaum, Magiker wiederherstellen. Sowas sehe ich gerne. Bärenklauen. Wunderbar, so viele neue Zutaten für mich. Wie töte ich einen Troll, indem du ihm den Kopf abhaust? So, verlorene Legenden. Aha. Bisschen Quecksilber. Mächtiger Seelenstein. Winziger Seelenstein. Mhm. Okay. Hier kommen wir nicht rein. Hast du da eine Lösung für? Warum bin ich bloß hierher gekommen? Also gut. Wahrscheinlich müssen wir hier lang. Mora Tappelina. Oder Toppelina? Hängemoos, Hellsehen. Oh. Nur ein Feueratronach, nichts Wildes. Der Feueratronach ist beseitigt. So. Jetzt wird zwar ein bisschen dunkel, aber das ist jetzt mal nötig. Wegen weil heilen. Ich hoffe, das waren alle. Hoffe ich auch. Muss ich ehrlich sein. So, ein bisschen Lavendel mal wieder. Klappt ja im Moment sehr gut eigentlich. Wir kommen gut voran. Wenn auch nur etappenweise, weil ich immer wieder stehen bleiben muss und alles sammeln will. Ist halt so. So bin ich halt. Wenn ich schon was finde, dann will ich auch alles mitnehmen. Wegen den ganzen beschädigten Büchern. Vielleicht komme ich ja nochmal hierher und nehmen sogar alle beschädigten Bücher mit. Verkauft die dann irgendwann einfach. Gucke, wohl, ja, ich gucke einfach mal, wie viel die mir einbringen. Und wenn die genug bringen, verkaufe ich die auch. Ui, eine Laute. Jetzt frage ich mich, kann man die Lauten auch verwenden irgendwie? Ich muss hier raus! Ja, ja, chill mal ab. Wir gehen ja schon. Aber erstmal müssen wir ein bisschen für Ordnung sorgen. Und brauchen die Bücher. Vorher gehen wir nicht. So, einmal speichern. Bitte. Grillter Lauch. Der Geist von Nieren. Okay. Lese ich vielleicht auch vor. Gesundheitsregeneration. Bei den ganzen... Hey, das brachte mir Zerstörung. Sehr schön. Das war ein Lehrbuch. Bei den ganzen, was sagen wollte, bei den ganzen, hier. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Was aber sagen kann, bei den ganzen Büchern, die wir hier so finden, haben wir viel zu tun. Hab ich gerade? Nein, oder? Hab ich gerade wirklich eine... Ja, eine Adeptengrube der Zerstörung. Und im Vergleich, Saut, die Lehrlingsgrube der Zerstörung, 15% weniger Kosten und 75% schnellere Regeneration fürs Mana. Und hier 100% schnellere Regeneration und 17% Kostenreduzierung für die Zerstörungszauber. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Die Robe kostete irgendwas mit 4800 Gold und jetzt können wir uns das sparen. Juhu! Endlich eine neue Robe. Sieht auch ganz schick aus. Moment.
Ich geh mal. Ach du Scheiße! Und da lasst ihr mich. Warnt ihr mich nicht mal? So, ja, geh doch mal, Lydia. Ich dachte, ich hätte auch diese Mod installiert. Ja. Was braucht ihr? Der Tod ist stark überbewertet. Ich werde mich nicht zurückhalten. So, endlich. Okay. Ja. So. Seht, wie schnell mein Mana sich jetzt regeneriert. Das war, ja. Das habe ich kurz übersehen. Die Feuer-Atronacke explodieren ja nochmal, wenn man sie angegriffen hat. Wenn sie sterben. So. Das wollte ich meinen. Sumpfpilzsote. Beutel. Dietrich und 8 Gold. Ah, ich muss etwas abwerfen oder an jemanden anderes geben. Hm. Noreliumsmixtur. Ja, das hat mit einer anderen Nebenquest zu tun, die ich noch gefunden habe, bekommen habe. So. Bin immer noch da. Lydia. Lydia. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Nicht Lydia, sondern Lydia. Du nimmst die beschädigten Bücher, aber vor allem meine Quecksilberbarren und vor allem die Bärenpelze. Ja, vor allem das. Ja, im Moment habe ich 0 deswegen, aber wir wissen ja, sie hat alles, was ich so eigentlich rumschleppe. Dann mal los. Sie trägt das alles gerade. So. Gut, läuft, läuft, würde ich sagen. Und super, dass wir jetzt endlich eine neue Robe haben. Moment. Ich zünd meine Fackel an. Sieht auch eigentlich ganz schick aus, findet ihr nicht? Auf jeden Fall irgendwie macht sie sich ein bisschen besser als die letzte. Ich freue mich schon auf die nächste Robe. Dann jetzt, natürlich. Los, oder? Wenn ich jetzt die Adeptenrobe habe, freue ich mich auf die Expertenrobe. Ich hoffe, die bekommen wir auch. Beziehungsweise es gibt eine, hoffe ich sogar. Nun gut, aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt einen Cut. Und in der nächsten Folge sehen wir uns nochmal weiter in Dämmerstern, Festung Dämmerstern um. Also, bis dahin. Ciao.